Kirchlein hab ich so gern als Kind geschaut, trug meine Sorgen, meine Ängste zur Mutter mit geneigtem Haupt. Barfuß lief ich oft zum Brünnlein, wusch meine Kinderaugen dort, sah im Traum die große Quelle und helle Strahl in Gnadenort. Die Glocken von Maria Bründel mit ihrem lieblich hellen Klang läuten eine große Wende in den Menschenherzen an. Hast du heut auf Gott vergessen, morgen wird es anders sein, denn eine große Gnadenquelle strömt in alle Herzen ein. Hör auf den Glockenschlag, er sagt dir jeden Tag, wir sind beim Vater im Himmel daheim. Hör auf den Glockenklang, dein ganzes Leben lang. Denn Wasser lässt Wüsten erblühen. Die Glocken von Maria Bründel mit ihrem lieblich hellen Klang läuten eine große Wende in den Menschenherzen an. Vergessen, morgen wird es anders sein, denn eine große Gnadenquelle strömt in alle Herzen ein. Die Glocken von Maria Bründel mit ihrem lieblich hellen Klang läuten eine große Wende in den Menschenherzen an. Denn eine große Gnadenquelle strömt in alle Herzen ein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Sehr geehrte Frau Gräfin von Arco von Sinneberg, sehr geehrte Frau Bura, sehr geehrter Herr Ferdinand von Schottland, liebe Mitglieder des Chores, des Singchores, begrüße Sie alle, liebe Brüder und Schwestern, liebe andächtige Marienverehrer von Herzen. Ich freue mich,
dass ich heute Nachmittag mit Ihnen hier in Maria Bründel, in dieser schönen Kirche, die der Gottesmutter geweiht ist, dass ich hier mit Ihnen zusammen die Heilige Messe, die Heilige Eucharistie feiern kann. Und es trifft sich schön, dass dies am letzten Tag des Rosenkranzmonats, des Monats Oktober, möglich ist. Kennst du in mir diese mutlose Stimmung? Sie macht sich so oft im Herzen breit. In der Hektik der Welt wird die Seele so müde. Für ein stilles Gebet nimmst du dir keine Zeit. Für ein stilles Gebet nimmst du dir keine Zeit. Gib uns das Bewusstsein, das wir brauchen, um die vielen schönen Dinge, die uns täglich umgeben, zu erkennen und zu achten. Wir bitten dich, Herr, gib uns das Glück, das wir brauchen, um eine gute Familie und wahre Freunde zu haben.
sie zu lieben und zu schätzen. Wir bitten dich, Herr, gib uns das Gefühl, das wir brauchen, um zu spüren und zu erkennen, wann unsere Hilfe nötig ist. Wir bitten dich, Herr, gib uns die Kraft, die wir brauchen, um mit dem fertig zu werden, was das Leben uns abverlangt. Insbesondere beten wir für Christa und Bernadette. Wir wünschen auch Herrn Graf Maximilian und Arco Zinnenberg alles Gute und beste Genesung. Wir bitten dich, Herr, Herr, wir beten für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Ludwig, für alle Bischöfe und für alle, die uns in unserer Kirche Verantwortung tragen. Füll ihre Herzen mit deiner Liebe, damit die Botschaft unserer Kirche spürbar wird. Wir bitten dich, Herr, Herr, wir bitten dich, dass diese Wallfahrtskirche Maria Bründel als Gnadenort zu Ehren der Mutter Gottes wieder neu erblüht. Wir bitten dich, Herr, heute, 2 Tage vor aller Seelen, gedenken wir ganz besonders an alle unsere lieben Verstorbenen. Unser Leben ist nur ein Flügelschlag im Angesicht der Ewigkeit. Die Wärme eines geliebten Menschen können wir spüren, auch aus dem Jenseits sind sie im Geiste bei uns. Ein Abschied für immer tut weh, doch wenn du glauben kannst, dass ein Gott da ist, der dich liebt, nicht nur so lange du auf Erden lebst, sondern noch mehr, wenn du stirbst, dann heißt Sterben, wie ein Kind heimzufinden, zum Vater. Eintauchen in einen wundervollen Strom der Liebe, wo alles gut ist, wo es nichts Böses gibt, wo das Leben beginnt, im ewigen Jetzt. In diese heilige Messe schließen wir heute fest ein und entzünden ein Licht für sie. Isabella Gabriela Stefanovic, geborene Gräfin von und zu Arco Zinnenberg. Dr. Edwin von Versbach. Edita Pilarski. Lydia von Versbach. Margot Tuleschowski. Josef Stöppel und Friedrich Gurr. Es gibt ein Land aus lauter Licht. Wir blühen wie die Blumen.
meiner Sehnsucht tief im Herzen begreife ich des Lebens Sinn. Woher ich komm, wohin ich geh, weil ich nur Gast auf Erden bin. Was mich gestern noch bewegte, das ist heute schon so weit. Und die Wünsche, die ich hegte, sie verblassten mit der Zeit. Denn ewig klingt das Lied der Sehnsucht und ewig singt der Wind sein Lied. Lauter Licht, wo man nur gute Worte spricht, wo keiner mir mein Herz versiert, weil man die wahre Liebe lehrt. Dort weilt Geliebtes ungetrennt, weil jeder sich am Lächeln kennt. Viele suchen vergebens auf falschen Wegen.
andächtige Marienverehrer, liebe Mitglieder des Singkreises, ja, ich danke Ihnen, dass ich diese heilige Messe mit Ihnen an diesem Gnadenort der Gottesmutter Maria Bündel feiern durfte. Ich habe vor, glaube ich, 7 Jahren hier in der Pfarre Rath visitiert, aber die heilige Messe ist die erste, die ich hier in dieser Kirche heute mit Ihnen feiern durfte. Und es hat sich schön getroffen, dass wir gerade am letzten Tag des Monats Oktober, des Monats der Rosenkranzkönigin, des Monats Mariens, hier zusammengekommen sind. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Jetzt segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Hell in dunkler Nacht, die ganze
Welt hat eine Hoffnung, wenn sie aus dem Schlaf erwacht. Es ist die Sprache deines Herzens, die alle Menschen gut verstehen. Auch du kannst leuchten wie die Sterne. Glaube an.